kleiner, schon cooler. Ich hoffe, ihr hattet einen nice Sonntag oder du hattest einen nice Sonntag. Mich haben ein paar gefragt, ob ich mal Fußball gespielt habe. Und ich habe für ein paar Jährchen, ob ich mal Fußball gespielt habe, nur dann aufgehört, weil ich leider nicht mehr so viel Zeit hatte. Und dann kam die Pubertät und die Pubertät, die hat mich sehr gehittet. Und dann war Ende Gelände. Das habe ich gefühlt auch noch nie wirklich gesagt. Aber dann habe ich leider aufgehört, aber ab und zu kicke ich noch ein bisschen oder versuche den Ball hochzuhalten. Mein Ziel war immer 100, aber... Ja, ich glaube, da muss ich mich eigentlich so richtig, richtig krass konzentrieren und dann kann es halt passieren, dass ich wieder anfange zu reden kann ich auch nicht mehr, aber dann kann es passieren, dass ich anfange zu schielen. Nee, eigentlich suche ich gerade einfach nur eine Ausrede, weil ich es selbst nicht hinbekomme, aber ich versuch's mal. Ich habe auch eine Zeit lang mal meine Haare sind echt komisch, ich habe eine Zeit lang mal überlegt, wieder anzufangen, aber ich würde es niemals durchhalten. Ich bin nicht mehr so fit wie früher, wisst ihr. Ich bin manchmal schon voll überfordert, so einen Berg hochzulaufen oder zu viele Treppenstufen. Nee, Spaß, aber ich würde es nicht mehr so gut hinbekommen. Bin halt ein bisschen eingerostet, wisst ihr. Wie rede ich eigentlich? So rede ich nie. Aber ja, falls euch interessiert hat, nice, falls nicht, einfach skippen. Ich kann es verstehen. Und jetzt noch auf Englisch. Das war übrigens mein Bauch. Some people texted me if I played soccer, and I played soccer for a couple of years. Then I was like, I don't really have the time anymore, and puberty hit me, and so many things at the same time. But sometimes, if I have the time, I still kind of play. Yeah, hope you're good and had an amazing Sunday. Generell aber schon so, so, so viel ausprobiert von Leichtathletik, Schwimmen, Tennis. Tennis habe ich relativ schnell aufgehört, weil ich den Schläger nicht halten konnte. Schon damals die krassesten Muskeln gehabt, auf jeden Fall. Judo habe ich mal gemacht. Ich hatte sogar den weißen Gürtel und ich weiß, voll krass. Ist ja nicht der Anfangsgürtel, den man selber kauft, glaube ich sogar. Basketball habe ich mal gespielt. Was habe ich noch alles gemacht? Ich war meine Tischtennis AG. Ich habe so viel ausprobiert und Fußball war halt das Längste, was ich dann durchgezogen habe, bis halt die Pubertät kam. Ja, und jetzt gerade du, Leute, ey, voll krass sportlich unterwegs auf jeden Fall. Meine Haare sind echt schlimm. Es ist manchmal einfach Cap. Cap rettet, aber irgendwie auch nicht wirklich. Naja, Paulina, die beschwert sich voll, I know.